In Madagaskar ist der frühere Staatschef Andry Rajoelina zum Gewinner der Präsidentenwahl erklärt worden. Rajoelina habe die Stichwahl mit 55,7% klar gewonnen, teilte die Wahlkommission in der Hauptstadt Antananarivo mit. Der unterlegene Kandidat Marc Ravalomanana bezeichnete das Ergebnis als gefälscht. Er habe vor dem Verfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Rajoelina bestritt die Vorwürfe, er rief das Land zur Ruhe auf. Das Wichtigste ist, dass es während der Wahl keine Unruhen gab. Nicht wie in Afrika, wo Wahlbüros abgebrannt und ausgeplündert werden. Madagaskar sollte ein Vorbild sein. An der Spitze eines Landes müssen nicht immer dieselben Menschen stehen, sodass hier in Madagaskar Demokratie herrschen kann. Wahlbeobachter der EU haben bisher keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Beide Kandidaten hatten vor der Stichwahl am Mittwoch versprochen, Armut und Korruption zu bekämpfen. Die Amtszeit des unterlegenen Ravalomananas von 2002 bis 2009 war von schweren Korruptionsvorwürfen überschattet. Als es zu Massenprotesten gegen ihn kam, putschte sich Rajoelina, damals Bürgermeister der Hauptstadt, mit Hilfe des Militärs an die Staatsspitze.